Hallo, herzlich willkommen. Also, wir haben ja schon mal in die Rubrik dumm gefragt, haben wir ja letztes Mal schon, haben wir schon ein Video dazu gemacht und ihr habt fleißig darunter weitergefragt. Und die Fragen haben wir jetzt mal mit aufgenommen, haben hier im Haus noch so ein paar Fragen gesammelt. Und ich versuche die heute unvorbereitet übrigens, ne, unvorbereitet zu beantworten. Furor Teutonicus schreibt, deine Gradangaben zum Thema Fleisch, sind die immer gleich? Also sprich die Kerntemperaturen für Nackensteaks vom Schwein oder eben Rindersteak oder auch ein reines Hacksteak aus Rinderhack und so weiter. Oder gibt es da Unterschiede? Ja, es, natürlich, klar gibt es Unterschiede bei verschiedenen Fleischsorten. Die Gradzahl, sage ich jetzt mal, variiert beim Rind von 50 Grad, 51 Grad ist Englisch, 55, 56 Grad ist Medium und alles jenseits der 59, 60 Grad ist durch. Das ist beim Rindfleisch der Fall. Auch egal, ob es jetzt gehacktes Rindfleisch ist oder ob es ein Rindfleischsteak ist. Wenn es um geschmorte Gerichte geht, dann haben die immer 75 Grad im Kern. Beim Schweinefleisch ist es so, Nackensteak würde ich tatsächlich eher durchgebraten essen, also bei 60 Grad Kerntemperatur. Schweinerückensteaks, wenn es ein gutes Stück ist und ein gut gehaltenes Schwein ist, kann auch um die 58 Grad haben, zwischen 56 und 58, also eher so ein bisschen leicht rosa. Schweinefilet natürlich auch. Hähnchen sollte selbstverständlich 65 Grad haben im Kern. Ja. Sollen wir da nochmal ein separates Video vielleicht so machen? Zu Kerntemperatur? Mhm. Ja. Können wir machen. Mrs. Mango hat eher eine Anregung als eine Frage. Ja. Schreibt, ich würde mir mal etwas Ungewöhnliches wünschen. Es ist Feigenzeit und die meisten haben etwas Scheu, damit zu kochen. Kann ich verstehen. Bei den Feigen ist es so, natürlich ist das ein Obst, was hier nicht, grundsätzlich erstmal nicht heimisch ist. Und die meisten haben Scheu damit zu kochen, weil sie halt sagen, es ist ein ungewöhnlicher Geschmack und sie können ihn nicht zuordnen. Aber eine Feige ist süß-säuerlich wie fast jedes Obst. Und Feigen passen eigentlich sogar zu Pasta und Käse ganz hervorragend. Heißt, man schneidet die einfach nur auf, viertelt die, lässt ein bisschen Zucker in der Pfanne karamellisieren, gibt ein Stück Butter dazu und dann die Feige da rein, schwenkt die ein kleines bisschen mit an und gibt das dann zu einer Pasta oder zum Käse oder auch tatsächlich zu einem Steak, schmeckt das auch lecker. Räucherreiner bezieht sich auf unser Zander-Video, wo du empfohlen hast, wenn du den Zander oder Fisch generell auf der Haut brätst, eine kalte Pfanne zu verwenden. Ja. Gibt es noch weitere Ausnahmen, wo eine kalte Pfanne verwendet wird? Oder? Kalte Pfanne eigentlich eher weniger, nee, tatsächlich nicht. Kalte Töpfe, also Suppen werden zum Beispiel immer kalt angesetzt. Ne? Einfach um das Aroma da besser aus dem Gemüse und aus dem Fleisch zu bekommen, setzt man Suppen in der Regel mit kaltem Wasser an und auch mit kalten Töpfen. Also das ist da der Hintergrund. Aber an der Stelle trotzdem mal ganz lieben Gruß. Wir haben mal telefoniert. Ganz liebe Grüße. Aber nee, sonst gibt es da eigentlich nichts. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, welches Gericht sonst noch kalt angesetzt wird? Also in der Richtung. Nur wenn Suppen geklärt werden, die werden kalt. Das macht man kalt. Also man lässt die Brühe, wenn zum Beispiel eine Brühe trüb ist, dann setzt man die kalt auf, schlägt das Eiweiß, was auch kalt ist, schlägt man an, gibt das in die kalte Brühe und lässt das dann langsam stocken. Sodass also das Eiweiß die Trübstoffe bindet und sich oben dann so ein fester Eiweißkuchen bildet und den nimmt man dann ab und dann hat man darunter eine klare Brühe. Ja. Okay, und ergänzend auch noch von Räucherreiner, geht wieder um eine Ausnahme, weil du mal gesagt hast, den Pfeffer nicht mit anzubraten, damit er in der Pfanne nicht bitter wird. Ja. Gibt es noch weitere Gewürze, die bitter werden können und die man quasi erst nach dem Garen ans Gargut gibt? Ja, also Pfeffer ist tatsächlich, man kann Pfeffer mitbraten. Ich mag das zwischendurch auch mal ganz gerne, wenn der ein bisschen so leichte Bitterstoff hat. Aber grundsätzlich wird alles bitter, wenn also alle Kräuter, alle Gewürze, die zu lange in einem Topf sind, werden bitter. Ganz besonders betroffen davon ist tatsächlich sogar auch Paprika. Also Paprika darf nicht verbrennen, ja. Dann wird das bitter, ja.
Also fast alle Kräuter eigentlich, ja. Okay. Gut, das nächste kommt von Andreas Flohr. Und zwar hat er eine Frage zum Thema Pfannen. Mhm. Was kannst du da als Profi empfehlen und worauf achtest du beim Kauf einer Pfanne? Also bei Pfannen, das ist eine Glaubenssache. Also wer sein Leben lang immer Tefal-Pfannen gehabt hat oder Zwilling oder Selit oder wie auch immer, der soll das um Himmels Willen weiterhin kaufen. Ne? Da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Für den Hausgebrauch würde ich immer empfehlen, dass es eine beschichtete Pfanne ist. Und wenn ihr wenig Stress haben wollt und wenig Arbeit mit der Pfanne haben wollt, dann nehmt bitte keine emaillierte Pfanne. Weil emaillierte Pfannen vertragen nicht jede Form der Hitze und die sehen auch irgendwann nicht mehr von innen, je nachdem, was es für eine Emaille ist, ob es eine weiße Emaille oder eine schwarze Emaille ist, nicht mehr so schön aus. Dann achte ich darauf, dass es eine gusseiserne Pfanne ist. Also ich verwende tatsächlich gusseiserne Pfannen. Und die Pfannen haben bei mir einen relativ dicken Boden. Die sind also schwer. Ja? Und jede Pfanne, egal von welchem Hersteller, die wird sich immer ein bisschen verziehen. Das ist normal. Aber sag ich mal, in der Gesamtsumme der Verwendung dieser Pfannen, je hochwertiger ihr einkauft, also Staublück, Reset etc. etc., ja, umso länger werdet ihr was von der Pfanne haben. Das ist einfach so. Und wenn man natürlich sagt, okay, man will jetzt eine Pfanne fürs Leben haben, dann nimmt man tatsächlich eine gusseiserne Pfanne, die keine Beschichtung hat, die man immer wieder mit Salz ausbrennen kann und so weiter. Aber auch diese Pfannen werden dünner mit der Zeit. Also je häufiger man die benutzt, umso dünner werden die. Also wir haben jetzt hier gerade erst eine gusseiserne Pfanne nicht beschichtet. Die hatte mal so einen Boden, der ist irgendwann dünn geworden, dann reißt der. Das ist völlig normal. Im Hausgebrauch ist das unwahrscheinlich, aber tatsächlich kann das passieren, ja. Die nächste Frage kommt von Christa Thuna. Und zwar, welchen Zweck hat das Flambieren? Was passiert da genau und beeinflusst es den Geschmack? Ist nur Show. Es ist schnell beantwortet. Das Flambieren ist immer eine Kombination aus aufsteigendem Alkohol. Ja, also Alkohol kommt in die Pfanne, der wird heiß und geht über den Pfannenrand hinweg. Ich kippe die Pfanne auf die Flamme oder halt ein Streichholz dran und der verdampfende Alkohol verbrennt. Hat kaum Einfluss auf den Geschmack. Klar schmeckt man so ein ganz kleines bisschen Brandgeschmack. Aber ob das positiv beeinflusst, das möchte ich jetzt hier an der Stelle gar nicht bewerten. Ich sage nein. Die letzte Zuschauerfrage von Michael Sander. Michael ist übrigens auch ein Zuschauer der ersten Stunde. Ne? Auch schöne Grüße. Tatsächlich. Cool. Ja, schöne Grüße. Was ist eigentlich aus dem Interview mit der Landwirtin zum Thema Regionaleinkauf? Habe ich heute noch getroffen. Ist kein Witz. Ich hab die Frau Vonnamer heute getroffen und sie sagte, sie selber möchte gar nicht so gerne vor die Kamera. Aber ich habe jetzt ihren Mann, rufe ich jetzt an. Und dann machen wir das. Wir haben heute noch tatsächlich über Einzelhandel und so weiter und wie die so miteinander umgehen gesprochen. Ja, kommt. Michael, kommt. Auf jeden Fall. Okay, es geht weiter mit Mitarbeiterfragen. Wie kann man Pilze richtig lagern? Pilze? Ja. So, dass die möglichst lange frisch bleiben und decke ich die ab oder mit Folie, mit einem feuchten Tuch, kühlstellen? Nee, nicht. Also kaltstellen ja, 0-Grad-Zone. Nicht abdecken mit einem feuchten Tuch. Kühlschrank ist dunkel. Pilze brauchen Kälte und Dunkelheit. Also wenn sie einmal vom Dings weg sind. Ja. Warum lässt man Fleisch nach dem Braten ruhen? Man lässt das Fleisch ruhen, weil wenn ich das Fleisch anbrate, sagen wir mal, meine Hand ist jetzt ein Stück Fleisch. Und ich bewege das jetzt, ne, weil sich quasi, sage ich jetzt mal, die Flüssigkeit in dem Fleisch, sag ich mal, überall verteilt hat noch. Jetzt gebe ich dieses Stück Fleisch in eine heiße Pfanne. Was passiert? Dadurch, dass wir einen Muskel haben, den wir braten, passiert Folgendes. Der zieht sich sofort zusammen. Ja? Und das ganze Wasser, was in dem Fleisch ist, was oben und unten an der Schnittfläche war und auch an den Seiten, wandert sofort von der Hitze weg. Also lege ich das Fleisch in die Pfanne, geht das Wasser von unten sofort nach oben von der Hitze weg. Jetzt drehe ich das Fleisch wieder
Und das Wasser macht genau das Gleiche. Es geht wieder von der Hitze weg, also von der Hitze weg nach oben hin. Jetzt ist oben schon geschlossene Bratkante, unten geschlossene Bratkante und irgendwann habe ich nur noch in der Mitte diesen Wasserkern, nenne ich das jetzt mal. Ja? So, wenn ich das jetzt einfach weiter braten würde, dann würde der irgendwann durchziehen, das Wasser wäre weg, das Fleisch wäre trocken. Okay? Jetzt nehme ich es aber raus, weil ich es Medium haben will und lege es zur Seite. Was passiert jetzt? Das Stück Fleisch wird wieder locker und es entkrampft. Und das hat zur Folge, dass die Flüssigkeit, die in dem Fleisch ist, sich wieder in dem gesamten Fleisch verteilen kann. Das hat dann auch zur Folge, dass das Fleisch von oben bis unten schön rosa ist. Deswegen lässt man es ruhen. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrine und einer Terrine? Okay, es gibt einmal eine Suppenterrine, die kennen wir alle von zu Hause. Und dann gibt es einmal eine Terrine, die, sag ich mal, aus einer Fleischfarce besteht oder aus Frischkäse und so weiter. Das sind kleine oder längliche, ja, wie soll ich sagen, in Form gebrachte Pasten. Ja, und zum Stocken gebrachte Pasten. Entweder werden die mit Gelatine abgebunden oder mit oder durch das vorhandene Eiweiß im Fleisch. Oder sie werden abgebunden mit einer Panade. Ja, also mit Reis oder Stärke, irgendetwas, was diese Masse bindet. Und dann werden die auf der einen, entweder, also die Fleischgeschichten werden in einem Wasserbad im Ofen gegart. Oder die anderen werden halt kalt gestellt. So. Und danach stürzt man die, schneidet die auf und serviert die dann in der Regel als Vorspeise. Das ist eine Terrine. Also Fischterrine, Fleischterrine, vegetarische Terrine. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Karotte und einer Möhre? Es ist kein Unterschied. Es sind beides Rüben. Eine Karotte ist eine, für mich ist da kein Unterschied. Also wenn da ein Unterschied sein sollte, würde mich das mal interessieren. Es gibt sogenannte Moorrüben, die tatsächlich mal in einem Moor an, also in Moor, sag mal schnell, es gibt da eine Geschichte, die müsste ich nachgucken nochmal. Ich meine, ich hätte da mal was gelesen. Es gibt tatsächlich eine Rübe, die mal in einem Moor angebaut wurde oder in Mooren angebaut wurde, die tatsächlich von unserer heutigen Möhre abgelegt wurde. Oder unsere heutige Möhre wurde davon abgelegt. Müsste ich aber nochmal nachgucken, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine so, grundsätzlich eine Moorrübe, ich glaube, das ist tatsächlich sogar nur ein sprachlicher Unterschied. Warum sollte man Nudeln und Reis immer in kochendes Wasser und nicht in kaltes geben? Weil, also ehrlich jetzt? Hat das einer von uns gefragt? Ja. Echt? Ja. Also, wenn man Nudeln in kaltes Wasser legt, passiert Folgendes. Die Stärke, also die Nudel quillt auf und die wird matschig. Auch wenn ihr euch an die Kochzeit haltet. Und das will man ja nicht. Man will sie al dente haben. Das heißt, an der Außenseite der Nudel bildet sich sofort eine Art Schutzschicht, ja, und die Nudel gart quasi von außen nach innen und lässt einen Kern in der Mitte fest, das al dente. Das geht nur tatsächlich, so ist mein Stand, ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch andere Methoden, aber ich kenne es nur so, dass das nur bei kochendem Wasser funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn du das in kaltes Wasser legst, weil dann werden die matschig. Also sieht man auch, die werden ganz weiß, ja, und kannst du nicht essen. Also ich mag das nicht, ja. Und beim Reis ist es so, Reis kann auch kalt aufgesetzt werden. Warum werden Krustentiere beim Kochen rot? Das liegt an der Ernährung der Krustentiere tatsächlich. Weil sie andere Krustentiere und Schalentiere noch fressen und die haben durch das Karotin in der Schale. Also die haben einen Farbstoff in der Schale, der nennt sich Karotin und dadurch werden die rot beim Kochen. Karotin tritt nur beim Kochen aus, also färbt dann rot. Okay. Also es liegt in der Regel am Futter. Ja? Also die Krustentiere, die wir hier essen, sind ja in der Regel kein Wildfang, sondern sind ja Zuchtware und dann ist Karotin zugefüttert worden, es sieht einfach schmackhafter aus. Ja.
Warum soll man Gemüse fürs Ansetzen klein schneiden und nicht im Ganzen verwenden? Weil man dann einen höheren Röstgrad erreicht. Also die Röstaromen werden mehr. Wenn ich einfach einen ganzen Sellerie irgendwo reinschmeiße, dann werde ich an einer Stelle werde ich einen Klumpen Sellerie da drin haben. Der wird aber niemals so viele Röstflächen haben wie 20 Würfel. Deswegen. Was ist der Unterschied zwischen Krume und Kruste beim Brot? Die meisten Leute denken tatsächlich, dass die Krume oben die Kruste ist, aber das ist falsch. Die Krume ist das weiße Innen und die Kruste ist die Kruste. Warum kann Sahne beim Kochen flocken, beziehungsweise woran liegt das? Wenn Sahne ausflockt, liegt das in der Regel daran, dass irgendeine Säure mit verwendet wurde. Oder tatsächlich, sie könnte schlecht sein, aber in der Regel liegt es tatsächlich daran, wenn ich Sahne irgendwo verwende in irgendeiner Soße und die fängt auf einmal an auszuflocken, dann liegt es in der Regel tatsächlich an der Säure, die noch mit in der Soße ist. Ja. Warum bildet sich beim Milchkochen eine Haut und kann man die für irgendwas verwenden? Du kannst sie essen, wenn du möchtest. Aber das ist in der Regel ist es tatsächlich das Fett. Also eine Kombination aus Fett und Zucker, die sich oben absetzt. In England zum Beispiel gibt es ja eine Clotted Cream, so heißt das. Ja, da wird also Sahne, also eine fette Milch oder fette Sahne wird langsam erhitzt und dann setzen sich oben so Klotz ab, ja, also Milchfett setzt sich oben ab und das wird abgeschöpft. Und das ist die sogenannte Clotted Cream, ja, aus Cornwall, übrigens eine Delikatesse. Warum verfärbt sich Fleisch oder Hackfleisch und kann man es dann trotzdem noch benutzen? Verfärbt? Du meinst es grün, ne? Also wenn sich Fleisch zum Beispiel grün verfärbt, Rindfleisch. Ja, oder auch so gräulich, ne? Ja, ja gut, dann tritt das Hämoglobin aus, ne? Also das heißt, das ist ein Eisen, also das Eisen in dem Fleisch ruft eine Verfärbung hervor. Und die Verfärbung an sich ist erstmal nicht schlecht, ja, da passiert nichts mit, sondern man muss immer noch die Geruchs- und Geschmacksprobe machen. Klar, also eine Verfärbung heißt jetzt erstmal nichts, kann man immer noch essen, ja. Was ist guter und was ist schlechter Schimmel? Guter Schimmel ist der gewollte Schimmel, ja. Ne? Also ist der Schimmel, der dem Lebensmittel Geschmack gibt und dem Reifeprozess zugetan ist, also bei Gorgonzola, bei Salami, das ist der sogenannte Edelschimmel. Und auch bei Wein zum Beispiel, ja, gibt es das auch. Und das ist die sogenannte Edelfäule. Und das ist guter Schimmel. Und der schlechte Schimmel ist der, den man im Kühlschrank hat. Der, sage ich jetzt mal, spontan auftritt. Der ist nicht so gewollt. Ja? Der lässt das Lebensmittel verderben. Und zwar auf die sehr schlechte Art und Weise. Das eine ist quasi, also beides sind Parasiten. Ne? Also ein Pilz ist immer ein Parasit, aber der eine Parasit ist gut für den, für das Lebensmittel, das andere ist nicht gut für das Lebensmittel. Wie viele verschiedene Gewerke arbeiten im Jammertal? Küche, Service, Rezeption, gut, die Hausmeisterei hat ja dann noch Schreinerei, Maurer, also hat sämtliche Handwerke vertreten, Gärtner, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber wir sind bestimmt bei 15. Hast du nicht noch mehr sogar? Also, nee. Also wenn ich ungefähr rechne, sind wir bei 15. Ja, lass es 17 sein. Letzte Frage. Was ist für dich persönlich das einfachste Gericht, was aber noch als Kochen zählt? Rührei. Okay. Was ist es denn für dich? Nee, ich hätte jetzt vielleicht eher an... Nudeln mit Tomatensauce gedacht? Weiß ich nicht. An was hast du gedacht? Ich habe an gar nicht. Ich wollte wissen... Du hast an was gedacht? Nein, ehrlich nicht. Also, ich sag mal, ein Ei kochen ist noch drunter. Also beim Rührei musst du ja aufschlagen, salzen und dann es zumindest gefahrenfrei in die Pfanne und wieder rausbringen. Ja, richtig. Das ist für mich, das habe ich mit 6 Jahren gemacht. Das macht meine Tochter, die ist 5. Ja. Okay. Ja? Also ist das so ein gutes Anfängergericht? Das ist absolut und vor allem, es ist einfach, es macht satt, es ist gesund. Ja. Ja. Okay, das war's. Danke. Ja, danke Stefan für die Vorbereitung der Fragen. Die fand ich gut, dankeschön. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch noch was aufgefallen ist oder wenn ich vielleicht sogar Blödsinn erzählt habe, bitte unten drunter schreiben. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.